Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spiritfarer. Wir sind hier wieder zurück auf unserem süßen kleinen Schiffilein, beziehungsweise ist ja nicht mehr süß und klein. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu... Eigentlich brauchen wir, Klaas. Und zwar müssen wir für unsere liebe Summer eine, wer heißt das? Klimaanlage bauen. Und ich würde einfach mal, sagen, dass wir uns auf den Weg hier runter machen und gucken, ob wir hier unten irgendwo Klaas finden können. Deswegen fahren wir mal kurz hier zur Bushaltestelle. Oder vielleicht gehen wir auch ein Stück weiter rüber. Oder? Moment mal kurz. Wir könnten natürlich auch einfach hier in die Richtung fahren und gucken, was hier noch so ist. Ich meine, wir müssen ja eh hier hin. Lass uns dahin fahren und gucken, ob da irgendwo... Dings ist. Klaas. Beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass wir Klaas auch in der Gießerei am Ende herstellen können. Und dass wir dafür dann Sand brauchen. Gehe ich jetzt einfach mal stumpf davon aus. Weil unserer lieben Summer geht's ja nicht gut, haben wir erfahren. Sie schläft die ganze Zeit. Und ich kann auch nicht mit ihr interagieren, kann nichts. Und der liebe Albert meinte, es liegt daran, dass die Luftfeuchtigkeit und das die Dings, wie heißt es? Ja. Mhm. Ja. Temperatur nicht stimmen bei ihr. Übrigens habe ich bei unserer lieben Alice herausgefunden, dass sie weder gewöhnungsbedürftige Sachen mag noch anregendes. Ich wollte ihr Schalentiere geben und einen Kaffee, aber wollte sie beides nicht haben, ist sie nicht beim gewöhnungsbedürftig meinte sie, dass sie sich nicht mehr daran gewöhnen kann, weil das so streng riecht. Und bei anregend meinte sie, sie kann, wenn sie das trinkt, kann sie die nächsten Tage nicht mehr schlafen. So, willst du geknuddelt werden? Nee, okay. Ja, du magst ja eh alles und dein Lieblingsessen ist Schweinekotelett. Das wissen wir ja auch. Stimmt, wir haben ja eine neue Galionsfigur hier vorne. Die macht uns ja schneller. Okay. Ah ja, und der Eisbrecher ist auch hier vorne dran. Cool. Warum wird es jetzt dunkel und regnerisch? Was tun wir denn? Oh, wir sind hier in einer Gewitterfront quasi drin. Wir sind ja gleich hier. Bei der Profitgier GmbH, dann machen wir da mal gerade weiter. Vielleicht können wir auch irgendwo Klaas kaufen. Profitgier GmbH entdeckt. Ja, super. Dann einmal kurz gucken, was die von uns wollen und ob die uns gegebenenfalls mit Klaas aushelfen können. Damit unsere Summer ihren wohltemperierten Bereich bekommt. Erstmal hier gucken gehen, was es hier so gibt. Nix. Okay. Hallo? Hm. Junge, ich kann unsere nächste Runde kaum erwarten. Mein Freund Buck hat ein neues Spiel für uns vorbereitet. Sicher wird uns bald darüber berichten. Okay. Da unten ist wieder dieser Ramsch-Panda. Okay, hier sind aber viele Leute. Die Zeit ist gekommen, Freunde. Lasst uns die Dornranken der Ungerechtigkeit zertrampeln. Lasst uns die fesselnden Stricke der Arbeit zum Niedriglohn verbrennen. Lasst uns die goldenen Mauern der Oberschicht einreißen. Eure Lebensumstände hier sind schon lange unzumutbar. Es ist an der Zeit, dass ihr euch wehrt. Zeigen wir diesem Kapitalistenschwein, dass Reichtum und Wert durch eure Arbeit geschaffen werden. Dass er durch eure Arbeit Profit macht. Und dass er auf eure Kosten lebt. Nieder mit der Oligarchie. Brechen wir ihm die Knie. Oh mein Gott. Verzweifelt nicht, Freunde. Gemeinsam können wir diesen ungerechten Strom der Bereicherung umkehren.
Gemeinsam können wir der Arbeiterklasse endlich wieder zur Macht verhelfen. Mhm. Macht, die ihr verdient habt und Wohlstand, von dem ihr profitieren solltet. Es ist an der Zeit, das einzufordern, was rechtmäßig euch gehört, Freunde. 10 Minuten längere Mittagspause. Ich möchte auch eine Designer-Sonnenbrille. Yo. Hallo. Mhm. Oh, hallo. Möchtest du an unserer Demonstration teilnehmen? Warum nicht? Gut, dann los. Ah, der ist auch eine Seele, die wir einsammeln können. Da du gerade erst hier aufgetaucht bist, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Dort oben findest du den Geschäftsführer dieser Firma. Er ist in sein Büro geflohen und weigert sich, es zu verlassen. Mhm. Was für ein Feigling. Versuche ihn davon überzeugen, dass sich seinen Angestellten zu zeigen und ein ehrliches Gespräch zu führen. Wir gehen hier erst weg, wenn sich ihre Bedingungen gebessert haben. Okay. Was ist der denn? Könnte ein Tiger oder so sein. Ja. Was hast du denn hier? Sieh dir mal diesen Sicherungskasten an. Das Glas ist zerbrochen. Das entspricht nicht den Bauvorschriften. Wenn ich hier der Gewerkschaftsführer wäre, Junge, Junge. Diesem gierigen Chef würde ich das Maul mit seinen eigenen Schuhen stopfen. Okay. Moment, ich will aber noch gucken. Ach ja, ich kann ja... stimmt, wir haben ja in der letzten Folge das Kleiden bekommen. Es ist verschlossen. Aber wie soll ich denn da hochkommen, wenn es verschlossen ist? Ja, die Tür ist verschlossen. Du. Hallo. Ich kann bei ihm nichts kaufen, ich kann nur verkaufen. Ich habe nichts auf Lager. Wegen der Demonstration dort oben. Okay. Ah, ich kann hier hoch bestimmt, gell? Ja, ich kann hier hoch. Ja, gut. So schlau bin ich dann. Donald gewesen. Wantan-Suppe. Cool. Neues Gericht gelernt. Hier ist ein Ressourcenvorkommen. Von Kohle. Okay. Ja, gut. Kann man immer gebrauchen. Geh weg. Nö, geh ich nicht. Was willst du? Verschwinde von hier. Ich habe nichts Falsches getan. Ich bin es, der hier bedroht wird. Als ob 3 Urlaubstage weniger pro Jahr ein Problem für die wären. Hätten sie sich es doch lieber zweimal überlegt, ob sie eine Familie wollen oder nicht. Hallo? Ich bin nicht für die miese Einstellung von anderen Leuten verantwortlich oder für ihre Mängel an höherer Bildung. Die können doch froh sein, dass ich die Produktion nicht verlagert habe. Was kommt denn als nächstes? Dass ich auch noch die Kosten für ihre Krankenversicherung übernehme? Was für ein mieses Arsch. Warum sollte ich sie bezahlen, wenn sie nicht arbeiten? Mir doch egal, ob sie einen gebrochenen Arm oder Keuschhusten haben. Wenn sie nicht hier sind, arbeiten sie auch nicht. Ha! Bin gut. Ich bin gut. Wieso kann ich hier auf dem Dinger nicht richtig springen? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube, die Dinger sind eigentlich dazu da, dass man da richtig springen kann. Aber irgendwie... klappt das bei mir nicht. Ich bin vielleicht zu doof dafür einfach. Los, dann mal rüber zu dem. Wir gehen hier nicht weg. Nicht ohne Verhandlung. Okay, und jetzt? Müssen wir jetzt wieder hoch zu dem Typen? Rede nochmal mit dem abscheulichen Geschäftsführer. Okay. Dann rede ich nochmal mit dem abscheulichen Geschäftsführer. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Du sagst, sie wollen nur verhandeln? Hör mal, es wird sehr heiß hier drin. Außerdem bekomme ich langsam Hunger. Na gut, du kannst ihnen sagen, dass ich meinen Beschluss zu den Urlaubstagen zurücknehme. Ich werde hier auf dich warten. Ach, falsche Taste gedrückt. Vielleicht komme ich ja da hoch.
Ja. Und jetzt müsste ich hier oben drauf kommen. Ja, jetzt komme ich hier oben drauf. Hui, super. Ich kann mir hier mal... Gibt es einen Aufzug? Cool. Wieso komme ich noch nicht so hoch, wie ich will? Weil ich erst hier hoch muss. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Ich kann Pfannkuchen machen, wie cool! Ich weiß nicht, wo ich bin. Einmal bitte runter, danke. Bam, Katze kam geflogen. Hallo. Nein, das reicht nicht. Wir möchten 20% mehr Lohn und volle Arztkostenerstattung. Und außerdem eine weitere Woche Urlaub sowie eine Beteiligung am Kapitalertrag in Höhe von 5%. Okay. Einmal nochmal hoch, bitte. Danke. Wäre schön, dass wir den Fahrstuhl aktiviert haben. Aber, verdammt, ich muss wirklich mal pinkeln. Na schön, na schön. Was auch immer sie wollen. Sag ihnen, dass sie bekommen, was auch immer sie wollen. Aber sie müssen aufhören, mich Herr Geldsack zu nennen. Verstanden? Okay, die sind jetzt verschwunden. Ich muss den Schlüssel für diese Tür finden. Und den bitte für die andere. Dankeschön. Ach, guck mal, mein Fahrstuhl kommt doch schon so. So. Katze, komm! Oder nicht? Er hat also allen Bedingungen zugestimmt? Wunderbar. Du verhandelst ja knallhart, Wildfang. Ich würde mir das nochmal schriftlich geben lassen. Ich mag dich jetzt schon. Na gut, dank dir ist meine Arbeit hier getan. Ich könnte mit dir auf deinem schicken Schiff reisen. Ich kann es kaum erwarten, meine alten Knochen in einem gemütlichen Haus Ruhe zu gönnen. Mit dir als Begleiterin, Wildfang. Wir sehen uns dort. Oh, cool, noch eine neue Seele. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Also, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir sie sofort bekommen. Okay, der hat immer noch nichts hier. Cool. Willst du die Waren auf? Schade. Hab gedacht, vielleicht willst du die Waren auf. Aber gut. Einfach mal eine neue Seele. Ist doch prima hier. Das läuft ja wie am Schnürchen. Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ein Löwe. Ist das ein Löwe oder ist das ein Luchs? Ein Luchs! Uff. Was für ein merkwürdiges Gefühl. Man sollte ja davon ausgehen, dass jemand in meinem Alter schon alles gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen hat. Es ist aber allemal besser, als ein gesichtsloser Wicht mit Kapuze zu sein. Diese Umhänge kratzen fürchterlich. Ah, es fühlt sich so gut an, die frische Luft zu atmen. Ich sollte mir ein wenig die Beine vertreten. Und Hunger habe ich auch. Weißt du was? Wärst du denn, du würdest mir eine kleine Mahlzeit zubereiten? Können wir erstmal deinen Namen erfahren? Das wäre wundervoll. Danke, Wildfang. Okay, du kannst dich jetzt in die Arbeit machen. Bist du denn... Nee. Ist am Verhungern. Wer bist du denn jetzt? Wie heißt du denn jetzt? Astrid. Achso. Okay. Kühles Gemüse? Nun ja, ein bisschen verkocht, oder? Und etwas fade? Ach, nicht so wichtig. Das passt schon. Danke, Wildfang. Du bist ein echter Schatz. Wenn ich auf dieser Insel war, habe ich nicht viel von der Außenwelt mitbekommen. Wenn man sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir sollten uns dem neuesten Klatsch widmen. Meinst du nicht auch? Oh, verstehe mich nicht falsch. Klatsch ist nicht wirklich mein Ding. Wir müssen aber informiert bleiben. Für den Fall, dass etwas Wichtiges passiert. Und dafür kenne ich genau die richtige Person. Eine alte Freundin von mir reist durch die Ozeane. Sie kann uns sicher sagen, was sich alles zugetragen hat. Hast du Lust auf ein kleines Abenteuer? Nun ja, eine Wahl hast du ja nicht wirklich. Sie sollte irgendwo in der Gegend sein. In letzter Zeit hat sie etwas zugenommen, aber erwähne das bloß nicht. Sie regt sich immer auf, wenn jemand ihr Aussehen anspricht. Besuchen wir sie. Und jetzt Beeilung.
Wow. Anna knuddeln? Ah. Gut, das hat euch gepoppt. Oh, dieser Regen. Hört ihr nie auf. Krass. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so schnell eine neue Seele bekommen. Und da wir ja gerade eh nicht weiterfahren können, gucken wir mal gerade, was sie für ihr Haus haben möchte. Luftstoß. Endlich kannst du ein paar Wolken ansehen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Okay, also das für Astridas Haus haben wir noch gar nicht. Ja, dann musst du wohl erstmal im Gästezimmer schlafen. Kann ich auch nicht helfen. Okay, wir fahren aber direkt weiter, weil wir müssen dieses blöde Glas finden. Was ist das denn da? Zum einen haben wir da unten South Point Docks. Okay, was ist das? Olga. Ich würde eigentlich gerne erst das Glas finden. Aber ich glaube, dann fahren wir jetzt mal gerade dahin. Dann decken wir da unten nämlich auch noch was auf. Wecken mal kurz alle. Wir müssen halt echt Glas finden. Zuckerrohrsamen. Wann haben wir die denn bekommen? Cool. Wir müssen den Obstgarten auch noch bauen. Muss ich mir gleich auch noch mal angucken, was wir für den brauchen. Weil den sollten wir auch relativ schnell bauen. Weil der uns auch noch mal neue Rezepte freischaltet. Was? Was ist das denn da jetzt? Jetzt ist es kein Eis, das uns im Weg ist. Nein, jetzt ist es Stein, das uns im Weg ist. Der uns. Ach. Gut, dann hat sich das da mit dem Dock schon mal erledigt. Habe ich jetzt geklingelt gehabt? Ich weiß es nicht. Ich klingel einfach nochmal. Dann sind wir hier falsch. Dann fahren wir jetzt doch zuerst zu Olga. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du mich gefunden hast, Wildfang. Und ich bin froh, dass wir den armen Seelen in der Fabrik helfen konnten. Die Arbeiter haben etwas Besseres verdient. Die Führungsschicht wird sich nie ändern. Eine ausgemachte Saubande. Sie sind eigentlich genau wie wir, weißt du. Sie tun nur so, als seien sie uns überlegen, weil ihre Geldbörsen voll und ihre Häuser groß sind. Ja, mir ist klar, dass sie nicht alle reichen Leute den Tod verdient haben, aber ich konnte nie hinnehmen, wie die Arbeiter behandelt wurden. Ausgebeutet, erniedrigt. Nur wegen ihrer Herkunft. Es ist unfair und ungerecht. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug für sie kämpfen. Okay. Komme. Jo. Auf jeden Fall. So, wo fängt's an? Da. Okay. Das war's. So, weiter geht's jetzt. Möchtest du Seelenkröster Maxi? Ein Nachtisch. Meine Güte. Du musst wissen, dass ich Nachtisch aller Art liebe. Vielen Dank, Stella. Wusstest du, dass Arthur Schweinekoteletts mag? Ja, wusste ich. Einmal knuddeln nochmal. Oh, das war sehr schön, danke. Und nochmal reden. Hier, Stella, ich habe etwas für die anderen gebacken. Du darfst es gerne verteilen. Apfelkuchen und Fisherman's Pie. Cool. Baut Erze ab und arbeitet in der Gießerei. Oh, das ist natürlich praktisch. Dass die das macht. Wo ist denn... Nee, hier ist sie aber nicht. Ach, die spielt mit der Dings. Das ist ja cool. Hallo, Schäfchen.
Ich frage mich, warum das andere Schaf nicht da drin ist. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es tatsächlich so ist, dass wir ein Pferd pro Schaf brauchen. Hier. Ist hier. Ah, wir sind da. Ich freue mich so, sie zu sehen, Wildfang. Sie war schon immer nett und wir kennen uns schon sehr lange. Aber eins muss ich dir sagen, unser letztes Treffen lief nicht so berauschend. Vielleicht hegt sie immer noch ein Groll gegen mich. Es ist ja nicht meine Schuld, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Wenn man ehrlich ist, macht man sich nicht nur Freunde. Manche verliert man auch vielleicht. Aber jetzt sind wir ja alt. Also ist alles Schnee von gestern, wie es so schön heißt. Kommst du mit? Ja, perfekt. Olga! Du bist immer noch die Alte, meine liebe Freundin. Immer noch so grün. Astrid! Meine liebe alte Astrid. Es freut mich, dich zu sehen. Und dass du deinen alten Panzer hinter dir gelassen hast. Hast du das vielleicht dieser reizenden jungen Dame hier zu verdanken? Du bist die neue Seelenfährfrau, nicht wahr? Albert hat allen erzählt, dass Charon ersetzt wurde. Dein Name ist Stella, richtig? Wenn ich daran denke, dass er sich meine Haarbürste geliehen und nie zurückgegeben hat. Wie, was für Haare denn? Nun ja. Ich hoffe, deine neue Beschäftigung lastet nicht allzu sehr auf deinen zarten Schultern. Du kannst auf meine Hilfe zählen, meine kleine Dame. Aber jetzt erzähl mir noch mal, was führt dich hierher, Astrid? Wie du schon gesagt hast, bin ich wieder hier. Zuerst wollte ich dir einen kleinen Besuch abstatten. Du weißt schon, um wieder auf dem Laufenden zu sein. Wie geht es dir und deinen Schwestern? Oh, du weißt schon, Irina konzentriert sich weiterhin auf ihr Studium. Und Marsha hat jetzt ein neues Hobby. Stricken. Sie meint, es würde gegen Stress helfen. Nicht, dass sie jemals etwas richtig Stressvolles getan hätte. Aber sie strickt schöne kleine Fausthandschuhe für den Winter. Du solltest sie auch mal besuchen. Oh, und Astrid? Ja? Du wirst nicht glauben, was ich neulich gehört habe. Was? Frau Shrewsbury erwartet ein Kind. Schon wieder? Was? Ich kann es nicht glauben. Ja. Und weißt du was? Bob ist nicht der Vater. Nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Unglaublich. Nun ja, sie wusste ja schon immer, wie man Jungs anlockt. Oh, wir gerade von Jungs reden. Ich habe gehört, Giovanni ist zurück. Und zwar von einer verlässlichen Quelle. Giovanni ist zurück? Ein alter Liebhaber. Wer hat dir das erzählt? Wo? Wann? Nun, wenn du interessiert bist, kann ich noch tiefer graben. Aber bist du es? Interessiert, meine ich? Ja. Nein. Nein, es ist mir egal, was er tut. Ich möchte es nicht wissen. Er kann machen, was er will. Wie du möchtest. Aber weißt du was? Ich werde meine Quellen überprüfen und dir schreiben. Für alle Fälle. Jetzt, da du in guter Gesellschaft reist, weiß ich, wo ich dich finden kann. Sicher, gut. Aber keine Eile. Ich bin froh, dass Stella mich gefunden hat und möchte Zeit mit ihr und ihrer Crew verbringen. Olga, Schatz, würdest du dir zeigen, was du tun kannst? Ich bin mir sicher, dass deine Hilfe sehr geschätzt werden wird. Aber natürlich. Weiter zur Hauptattraktion. Komm her, kleine Dame. Ich bin zwar ein sehr altes Wesen, aber nicht sehr weise. Ja, ein bisschen wie Astrid. Aber ein paar Dinge kann ich schon tun. Meine Spezialität ist Geduld. Und Spinatpuffer, aber darüber wollen wir jetzt gerade nicht reden. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du drei Vertiefungen auf meinem Rücken. Dort kannst du Baumstämme, Erze und Steine pflanzen. Und dann wartest du. Du wartest, bis ich wieder auftauche. Und wenn ich wieder zurück bin, sind deine Stämme oder Steine zu Bäumen oder abbaubaren Felsbrocken herangewachsen. Ist das nicht wundervoll? Ich kann dir mein Geheimnis nicht verraten, aber eins musst du wissen. Es ist normal, wenn sie nach Erdbeeren duften, in Ordnung? Na los, spring auf meinen Rücken, kleine Dame. Cool. Oh wow. Cool. Wir können hier jetzt alles einpacken. Dann packe ich Eisenerz hier rein. Dann packe ich hier noch Eisenstamm rein. Ja, dann packe ich hier einfach noch Quarz rein. Wow. B
Bist du fertig? Wunderbar. Ich werde wieder für eine Weile abtauchen. Mach dir keine Sorgen. Sobald das, was du gepflanzt hast, vollständig geerntet werden kann, werde ich wieder auftauchen. Pass bis dahin auf dich und deine Passagiere auf, Stella. Auf Wiedersehen und bis bald. Das ist ja mal cool. Daffodil? Danke. Das ist ja cool. Daffodil, kommst du jetzt mal bitte wieder aufs Boot? Ich habe meine Katze verloren. Daffodil! Oh mein Gott. Ist sie jetzt wirklich weg? Wo ist meine Katze? Oh, da ist der. Oh mein Gott. Wieso folgt er mir nicht mehr? Komm! Keine Ahnung. Sie hatte einiges zu sagen, nicht wahr? Lässt sich ständig über andere aus. Sie war schon immer eine Plaudertasche, aber ich werde nicht über sie urteilen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ihre Augen sind etwas gruselig. Besänftigend und liebenswert, keine Frage, aber gruselig. Ich denke, sie sollte mit jemandem darüber reden. Aber genug über sie. Vielen Dank, dass du mich zu ihr gebracht hast, Wildfang. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Es ist immer so viel los. Davon kann ich nie genug bekommen. Und was sie über diesen Giovanni gesagt hat? Nun ja. Weißt du was? Nicht so wichtig. Darüber können wir später auch ausführlich reden. Jetzt möchte ich dich nicht damit langweilen. Bis später, Stella. Ich glaube, ich habe meinen Kater kaputt gemacht. Ich glaube, mein Kater ist kaputt. So ein bisschen zumindest. Okay, ja gut, darunter kommen wir jetzt. Da hinten kommen wir jetzt nicht hin. Dann fahren wir einfach noch ein Stück hier runter. Ah, Daffodil ist wieder. Selbst. Gut. Oh, da oben ist noch eine Quest für uns. Moment. Da werden wir natürlich jetzt auch hingehen, bevor gleich Schlafenszeit ist. Sieh mal eine an. Das sehe ich mal eine Gießerei. Spürst du die Hitze, Wildfang? Riechst du das flüssige Metall und die schweren Maschinen? Hier wird gezaubert. Da drin werden wir wundervolle Dinge erschaffen. Lass uns hineingehen, damit ich alles erklären kann. Ich weiß das schon, aber okay. Oh wow. Stella, deine Gießerei ist erstklassig. Eine bessere hätte ich auch nicht bauen können. Sehr beeindruckend. Ich werde dir die Grundlagen erklären. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Maschine. Sei also bei der Bedienung sehr vorsichtig. Zuerst musst du da Erz in den Schmelzofen legen. Dann legst du Kohle in den Brenner, um den Schmelzofen aufzuheizen. Kurz darauf erreicht die Maschine ihre Betriebstemperatur. Aus dem Erz, das du in den Schmelzofen gelegt hast, werden Barren erstellt. Die Blasbälge auf beiden Seiten des Schmelzofens erhöhen die Temperatur. Jedes Metall verhält sich anders, aber sobald die richtige Temperatur erreicht wird, beginnt der Prozess. Du musst dafür sorgen, dass die korrekte Temperatur aufrechterhalten wird. Sinkt sie zu tief, wird der Prozess angehalten. Steigt sie zu stark? Nun, das möchtest du lieber nicht herausfinden, Wildfang. Es passiert nichts, außer dass, ich das halt nochmal neu machen muss. Und das war's auch schon. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst. Dann mal ran an die Arbeit. Ich habe Kupfererz bekommen. Ja gut, dann werden wir jetzt einfach 5-mal Kupfererz schmelzen. Wipp, Kupfererz geht schnell. Jetzt musst du warten, bis ich hier mit Kupfererz fertig bin. Oh Stella, wenn doch nur alle Metallarbeiter, mit denen ich es zu tun hätte, dein Talent geerbt hätten.
Du wirkst so klein und schmächtig, aber du bist wie eine erfahrene Schmiedemeisterin in der Gießerei umhergedüst. Ich bin so stolz auf dich. Das ist eine hervorragende Maschine und ich bin mir sicher, dass du sie gut nutzen wirst. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich sie selbst hin und wieder auch verwenden. Kannst du gerne machen. Brauchst du noch irgendwas? Ja, du hast noch Hunger. Willst du eine Himbeere? Ja, okay. Also, sie isst auf jeden Fall Obst. Und, ja. Ich glaube, hier war jetzt nichts weiter zu sehen. Zumindest sind wir nirgendwo großartig angekommen. Aber wir können ja leider jetzt noch nicht auf die Karte gucken. Das heißt, wir werden jetzt nochmal schlafen. Ich wollte noch irgendwas gucken. Der Obstgarten. Ah, wir können den Obstgarten sogar schon bauen. Passt er hier hinten hin? Tatsächlich, der passt hier hinten hin. Dann baue ich ihn auch erstmal dahin. Mehl, dafür brauche ich Marmor und Aluminiumbarren. Habe ich aber beides nicht. Ja, und ich weiß nicht, was das da sein soll. Kannst du dir ein paar Wolken ansehen? Ach so, dann kann ich. Dann kann ich. Hochspringen. Ja, dann lass uns mal kurz den Obstgarten benutzen. Ich möchte gerne einmal einen Kirschbaum anpflanzen. Und dann einmal einen Apfelbaum. Genau. So, dann kann der nämlich vor sich hin wachsen. Weil dann hat Alice nämlich auch was zu tun. Und die eine Pflanze machen wir da jetzt auch noch weg. Ja. Sollten wir jetzt in dieser Folge nicht herausfinden, wo wir Klaas herbekommen, werde ich in der nächsten Folge, bis zur nächsten Folge auf jeden Fall nochmal googeln, wo wir Klaas finden, weil ich will eigentlich relativ fix Summer, ja, die Klimaanlage geben, damit sie auch wieder auf unserem, Schiff rumläuft. Ich werde aber den Obstgarten wahrscheinlich auch später noch über die Felder und so packen. So. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist tatsächlich nichts Besonderes. Dann fahren wir jetzt mal kurz hier rüber. Und gucken dann zum, erkunden dann zumindest am Stein entlang. Ich weiß, dass wir noch einen Steinbrecher bei Albert kaufen können, aber wir haben so noch nicht alles erkundet, was innerhalb vom Stein liegt. Und wir haben auch noch das Eis, wo wir noch erkunden können. Und deswegen werde ich jetzt erstmal nicht den Steinbrecher kaufen, sondern werde erstmal dafür erstmal gucken, dass wir innerhalb von dem Stein erstmal alles erkunden. Und wenn wir dann damit fertig sind, gehen wir zum Eis und dann erst zum Stein. Genau wie in meiner Erinnerung. Oh Stella, du hast einen Obstgarten gebaut und der sieht fast genauso aus wie der, den mein Mann gebaut hat. Hast du all diese kleinen Details gesehen? Ja, er war ein Meister der Holzarbeit. Zumindest solange seine Hände noch benutzen konnte. Als unsere erste Tochter geboren wurde, haben wir auch unseren ersten Apfelbaum gepflanzt. Du solltest auch einen Baum pflanzen. Natürlich wird es einige Zeit dauern, bis er Früchte trägt. Aber wenn er erstmal wächst, wird er dich mit Stolz erfüllen und dein Leben lang begleiten. Oh, schrie dir wieder wie ein Wasserfall. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Nein, warum bist du jetzt traurig? Garnelencocktail? Warum ist sie denn traurig gewesen? Keine Ahnung. Pflückt frisches Obst, spielt muntere Musik. Ach, das ist süß. Achso, können wir dich noch umarmen? Nee. Okay. Die muss ich auch noch mal gießen. Die sind auch schon wieder. Ja, dann werden wir uns jetzt, wie gesagt, halt ein bisschen auf die Suche nach dem Zeug für Dings machen. Hier, gekühltes Gemüse.
Ich glaube, ich brauche jetzt einen Eimer mit gebratenen Hühnchen. Ja, ich weiß. Dann gehe ich zu KFC und gut ist. Weiter geht's. Weiter gucken. So. Hier geht's anscheinend noch weiter runter. Und dann gucken wir mal. Ich denke, ich werde ein bisschen zusammenschneiden jetzt und euch dann einfach Bescheid sagen, wenn ja, ich was finde. Okay, wir sind irgendwo, wo wir anscheinend gerade nicht weiterfahren können. Ich bin gerade dabei, die Wolle wegzumachen. Hier ist auf einmal Nebel. Ja, und hier können wir anscheinend ohne Lampe nicht weiterfahren. Das heißt, wir müssen umdrehen. Gut zu wissen, das heißt, wir brauchen einen Steinbrecher noch und noch eine Lampe. Okay, da ist Nebel. Ich bin hier runter jetzt gefahren. Fahr mal da in die Ecke. Ja. Wie gesagt, ich melde mich, wenn irgendwas passiert. Okay, ich habe mal jetzt so gerade nachgeguckt und im Internet stand, dass man in der Gießerei einfach wohl Glasflaschen auswählen könnte, um Glas herzustellen. Tatsächlich. Wow, auf die Idee hätte ich auch selber kommen können. Ja, manchmal bin ich doof. Kohle dürfte noch gut drin sein. Und so stellt man dann wohl Glas her. Das wollte ich ganz so einfach, weil das ein ziemlich kleines Zeitfenster hat. Aber das reicht ja schon. Das Einzige, was wir jetzt... Ich brauche noch Eisenbarren. Ich habe noch zweimal Eisen. Ich kann also noch ein bisschen Eisen herstellen. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar schon die Klimaanlage für Summer gemacht. Wenn nicht, ich habe gesehen, Olga ist da. Also sind die Erze, werden die Erze auch schon fertig. Und wir könnten bei ihr die Erze abbauen. Die Eisenerze. Das eine Eisenerz. Zumindest. Aber gut zu wissen, dass man dafür Glasflaschen braucht. Ja, es macht zwar irgendwo Sinn, aber ich dachte, wir müssen irgendwie Sand sammeln oder so. Aber gut. So. Das Eisen ist jetzt auch gleich fertig. Gib mir das Eisen, gib mir das Eisen. Gib es her, gib es her, gib es her. Meins. Danke. So. Nee, entschuldige, aufwerten. Ja, oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wie viel kostet eigentlich die... Wir können ja mal gucken, was sie generell kostet. Aluminiumbarren, wir können ihr die Dings geben. Die Bilder, schön. Und die Werkstatt von ihm. Der Schreibtisch. Wie viel kostet der? Aluminiumbarren. Okay, für ihn brauchen wir Aluminiumbarren. Gut, Aluminium ist dann auch das nächste. Oh, wir haben Post. Ein Brief von Olga. Olga war ja die Dings. Erstmal reden wir jetzt mit Summer. Immer noch etwas benommen. Oh, Stella. Ich glaube, ich habe etwas verschlafen. Wie lange habe ich denn geschlafen? Was? So lange? Winterschlaf, meinst du? Nun, das war vermutlich unumgänglich. Ich habe wohl ignoriert, was mein Körper mir mitteilen wollte. Eine meiner schlechten Angewohnheiten. Oh, das kenne ich. Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst, Stella. Bitteschön. Und jetzt geh wieder schlafen. So, ich wollte dir eigentlich noch Essen anbieten, aber gut, die, wir schaffen. Ja gut, dann gucken wir jetzt gerade noch.
einen Brief von Olga. Astrids Bungalow. Oh, gut. Gucken wir gleich direkt nach. Astrid, als wir uns über den neuesten Klatsch austauschten, habe ich vergessen, dir etwas zu geben. Das habe ich in einer Zeitschrift gefunden und musste an dich denken. Passt genau zu deinem Stil und zu deinem Feuer. Ich habe Gerüchte gehört, dass dein Ehemann sich im Iwashami-Hinterland aufhalten könnte. Vielleicht solltest du dort nachforschen. Ich höre mich weiter um. Deine alte Freundin Olga. Und eine Schatzkarte haben wir gefunden. Kartenkoordinaten minus 58, minus 52. Gut. Ja gut, das Zeug können wir verkaufen. Ein Brief von Olga? Das ist so lieb von ihr. Olga, wusstest du etwas über Jemanis Aufenthaltsort? Das Iwashami-Hinterland wirklich? Oh, okay. Dann sollten wir uns dort mal umsehen. Und was? Eine Inspiration für ein Haus? Für mich? Wie aufmerksam. Ich kann das nicht abstreiten. Olga kennt mich einfach zu gut. Ja, so ein schönes Zuhause würde mich in der Tat sehr glücklich machen. Und es ist immer nett, wenn man weiß, dass jemand an einen denkt. Ich meine, du hättest natürlich auch selbst auf diese Idee kommen können. Hey, ich bin als allererstes zum Reisbad gerannt. Aber keine Sorge, ich weiß ja, wie beschäftigt du bist, Wildfang. Mach mit deiner Aufgabe als Seelenfährfrau und so weiter. Das halte ich für unangebracht. Okay, dann gucken wir mal, was sie für ihr Haus braucht. Ha! Können wir schon direkt bauen. Ist das geil oder ist das geil? Ich muss hier mal alles umbauen ein bisschen. Ist gerade nicht so schön. Ja, darum werde ich mich dann auch noch kümmern. Perfekt, bitteschön, Astrid, dein Haus ist gebaut. Ja, okay, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit dir reden, weil es Schlafenszeit ist. Gut, ich würde dann tatsächlich vorschlagen, dass ich die Insel noch etwas weiter erkunden werde. Ich werde keine Quests machen, ich werde keine Inseln besuchen, außer wo wir schon waren. Ich werde die Karte noch etwas weiter aufdecken, damit wir ja, so einen groben Plan haben können, wo wir hinfahren. Und werde mich dann in der Zeit halt noch weiter um die Rohstoffe kümmern. Werde gucken, was wir noch so alles brauchen. Was ich gegebenenfalls noch so besorgen kann. Werde gegebenenfalls noch mal zum Händler fahren und noch mal ein bisschen Kohle bekommen. Und wahrscheinlich hier noch mal umbauen. Bis zur nächsten Folge. Das war's dann von mir erstmal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!